Hey, ich will direkt mit der Frage starten. Und zwar, kennst du das, wenn du bei dir zu Hause, wenn du etwas suchst und augenscheinlich liegt es irgendwie vor deiner Nase, aber du siehst es einfach nicht? Oder vielleicht in deinem Büro oder vielleicht bist du gerade unterwegs und du weißt, du hast es irgendwo positioniert, diese eine Sache, die du suchst, aber du weißt nicht, wo sie ist und sie liegt eigentlich, wenn du sie gefunden hast, du merkst, okay, hey, es lag die ganze Zeit vor meiner Nase. Kennt das irgendjemand? Okay, ja, hey, ich als Vater, ich meine, ja, wahrscheinlich haben wir einige Eltern hier, wir machen das ja oft auch so, dass wir Dinge vor unseren Kindern verstecken und ich bin so gut da drin, Dinge vor meinen Kindern zu verstecken und sie danach nicht wiederzufinden. Ich verstecke sie so gut, dass ich nachdenke, okay, wo war das? Und meine Frau hat angefangen, so Zettel zu schreiben und an verschiedene Möbelstücke zu kleben und zu sagen, vergiss nicht, hier ist das, oder? So, immer, hey, das gehört zu unserem Leben dazu. Ich erinnere mich daran, dass ich vor einiger Zeit, ich war mit meiner Frau unterwegs, als man noch reisen durfte, oder? Es ist gar nicht so lange her. Und wir waren in einem Hotelzimmer und es war so ein King-Size-Zimmer, also war ein größeres Zimmer, weil auch unsere Kinder mit dabei waren. So, und als wir gerade dabei waren, unsere Sachen auszupacken, dachte ich so, hey, wo ist eigentlich mein Handy? Weil ich habe einen wichtigen Anruf erwartet. So, ne, und habe gedacht, okay, wo ist eigentlich mein Handy hin? Und da ich es jetzt nicht direkt auf den ersten Blick irgendwie im Zimmer gefunden habe, dachte ich, okay, wahrscheinlich liegt es noch im Auto. Bin also nochmal runtergegangen zum Auto. Im Auto lag es nicht. Bin nochmal zur Rezeption gegangen. Da lag es auch nicht. Habe überlegt, okay, wo war ich überall? Und dann bin ich zurück im Zimmer angekommen und ich habe mein Handy nicht gefunden und war so, okay, eigentlich hätte ich ja direkt meine Frau fragen können, ruf mich doch mal ganz kurz an. Also fragte ich sie, ruf mich mal ganz kurz an, vielleicht höre ich es ja irgendwo. Und gesagt, getan, sie ruft mich an und ich habe gemerkt, okay, irgendwo in diesem Raum vibriert es. Mal leiser, mal lauter, aber ich weiß, ich kann irgendwie nicht definieren, wo es ist. So, was die nächste halbe Stunde passiert ist, und ich lüge nicht, war Folgendes. Und zwar, ich habe das gesamte Zimmer auseinandergenommen. Okay, man hätte mich anstellen können bei Schöner Wohnen. Okay, ich habe völlig umdekoriert. Ich habe die Couch beiseite geschoben. Ich habe die Kissen aus der Couch rausgenommen. Ich habe unser Bett völlig auseinandergenommen, weil ich dachte, okay, vielleicht ist es irgendwo in irgendeiner Ritze gelandet. Und egal, was ich gemacht habe, ich hörte es mal lauter, dann wieder leiser. Und ich dachte, ich werde verrückt. Ich dachte, wo kann mein Handy sein? Und irgendwann ging es mir auch gar nicht mehr um den Anruf. Es ging mir nur noch darum, aus Prinzip mein Handy zu finden. Und wenn meine Kinder angefangen haben zu reden oder so, war ich die ganze Zeit so, pssst. Ich muss hören, wie so ein Verrückter. Ich muss hören, wo ist mein Smartphone. So, was zu der Zeit relativ häufig passiert ist, ist Folgendes gewesen. Und zwar meine anderthalbjährige Tochter, die angefangen hat zu lernen zu laufen, hat regelmäßig Sachen von uns genommen, hat sie in ihren Body reingesteckt und ist damit durch die Gegend gerannt. Das heißt, jedes Mal, wenn meine Frau geklingelt hat, hat es in ihrem Bauch vibriert und sie ist damit durch die Gegend gerannt und ich habe nicht gecheckt, ich lüge nicht, ich habe eine halbe Stunde lang nicht gecheckt. Ich dachte, wo ist dieses Handy? Alles auseinandergenommen. Okay, und am Ende kam ich mir relativ blöd vor. Warum erzähle ich das? Und zwar aus folgendem Grund, weil ich glaube, dass es in unserem Alltag, dass es in unserem Leben oft genauso laufen kann. Wir erleben etwas oder wir wollen etwas oder wir haben etwas oder möchten etwas haben und es liegt manchmal augenscheinlich direkt vor unseren Augen und wir sehen es nicht. Vielleicht ist es etwas, was du dir unbedingt wünschst, was du unbedingt haben möchtest, vielleicht ein bestimmter Durchbruch, den du unbedingt erleben möchtest und kurz bevor wir diesen Durchbruch erleben, gehen wir manchmal auf, weil wir die Schritte zum Ziel nicht mehr sehen. Oder du wünschst dir ein Wunder und betest für ein Wunder und hoffst auf ein Wunder und dieses Wunder ist unmittelbar, es steht unmittelbar vor dir. Vielleicht ist das Wunder schon längst da, aber weil es unseren Erwartungen nicht entspricht, lehnen wir dieses Wunder mit jeder Faser unseres Seins ab. Und ich sage dir eine Sache, ich glaube, am Ende des Tages steht und fällt viel in unserem Leben mit Vertrauen. Vertrauen in unserem Leben, in unserem Alltag, Vertrauen in meiner Beziehung zu Jesus, Vertrauen, wie es mit meiner Herausforderung gerade aussieht, der Ausgang aus meiner jeweiligen Situation, aus meinem jeweiligen Kampf, die Situation, in der ich mich jetzt gerade vielleicht befinde, die Fragen, die ich habe, in all dem, was passiert. Ich meine, wir haben es gerade gehört, Anbetung, oder, ist das Thema? Bete ich Gott an? Wie bete ich ihn an? Wann bete ich ihn an? Aber ich sage dir ganz ehrlich, am Ende des Tages, in letzter Konsequenz, steht und fällt alles mit Vertrauen, alles mit Glauben. Weil Folgendes ist Fakt, hey, und das müssen wir verstehen für unser eigenes Leben. Und zwar, Glauben zu haben bedeutet nicht, dass wir keine negativen Szenarien in unserem Leben erleben werden. Sondern Glauben zu haben bedeutet, dass inmitten meiner negativen Szenarien ich eine positive Erwartung habe, ich Vertrauen habe und jetzt hör mir gut zu
und dass Gott, dass Jesus immer noch mein König ist, immer noch meine Nummer eins ist, immer noch der ist, der mich designt hat, der mich erschaffen hat und der mein Gott ist. Alles steht und fällt damit. Und ich meine, seien wir ehrlich, wir brauchen jetzt gerade in dieser Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden, mehr denn je Glauben. Glauben, um daran zu glauben, dass Gott Normalität, dass Gott gerade dabei ist, die Normalität, die ich mir für mein Leben so sehr wünsche, wieder zurück in mein Leben hineinzubringen. Warum? Weil wir den Prozess nicht sehen, der dahinter passiert, oder? Es ist nicht sichtbar. Augenscheinlich ist es vielleicht da, aber es ist noch nicht sichtbar. Und ich meine, wenn wir ehrlich sind, an der Stelle auch mit uns selber, ist es immer so, dass bei unmöglichen Situationen, die wir in unserem Leben erleben, hey, wenn wir unmögliche Dinge erleben wollen in unserem Leben, müssen wir an so vielen Punkten mit dem noch nicht Sichtbaren rechnen. Oder davon ausgehen, dass das noch nicht Sichtbare, dass es schon Realität ist, dass es schon da ist. Aber lass mich mal ganz kurz eine Frage in den Raum werfen. Hey, was ist, wenn die Normalität, die du und ich uns für unser Leben wieder zurückwünschen, ganz kurz, lass einfach auf dich wirken. Was ist, wenn diese Normalität nicht die Normalität ist, die Jesus für dich und für mich und für die nächste Etappe unseres Lebens, für die nächste Season unseres Lebens vorbereitet hat? Was ist dann? Ich möchte ganz kurz heute mit euch in eine Geschichte hineinspringen in der Bibel, in Johannes 4, die wir dort finden, wo ich auch glaube, dass wir die Antwort auf genau diese Frage finden. Und zwar, du musst dir vorstellen, ich nehme dich ganz kurz mit in diese Geschichte hinein. Und zwar, du musst dir vorstellen, Jesus war gerade unterwegs mit seinen Jüngern, er war gerade unterwegs mit seinem Team, mit seiner Crew, mit seinem Squad. Er war unterwegs von Judäa aus, um nach Galiläa zu kommen. Und der kürzeste Weg, um nach Galiläa zu kommen, war der Weg durch Samarien hindurch. So, nun befinden wir uns in einer Geschichte, die so voll von Vorurteilen ist und so voll von Rassismus ist. Wir finden uns in einer Geschichte wieder, wo wir merken, okay, hey, die Beziehung zwischen den Samaritern und den Juden war nicht nur ein bisschen angespannt. Ich würde sagen, sie hassten einander. Sie machten keine Geschäfte miteinander, kein Business, sie aßen nicht miteinander, sie gingen einander aus dem Weg und sie legten auch keinen Wert darauf, durch das jeweilige andere Land hindurchzugehen. So, aber was wir interessant finden und was ich interessant finde, wenn wir uns Jesus anschauen, ist Folgendes. Und zwar Jesus, er hält sich nicht an kulturelle Beschränkungen, oder? So, er denkt sich, okay, der kürzeste Weg nach Galiläa ist durch Samarien hindurch. Okay, dann laufen wir durch Samarien hindurch. Und ich meine, wir sind so, dass wir uns das anschauen und sagen, ja, come on, hey, und das ist so gut, oder? Ich meine, Jesus ist klassisch Jesus, oder? Ich meine, dafür lieben wir Jesus, dass er unkompliziert ist. Aber für die Jünger damals, wenn du einer der Jünger gewesen wärst, für dich wäre das eine richtig große Sache gewesen. So Folgendes passiert, Jesus läuft durch Samarien hindurch und er läuft zu diesem Brunnen, zu dem Jakobsbrunnen, oder? Er kommt beim Jakobsbrunnen an und auf einmal taucht dort eine Frau auf. Und ich will dir ganz kurz Kontext geben zu dieser Frau. Und zwar, du musst dir vorstellen, in der damaligen Zeit war es so, dass eine Frau, wenn sie zum Brunnen gegangen ist, dann ist sie entweder morgens oder abends gegangen. Sie wäre niemals während der Mittagshitze gegangen. Sie wäre niemals während der Mittagssonne gegangen, wenn es viel zu heiß ist. So, diese Frau taucht aber auf während der Mittagshitze. So, warum tut sie das? Und zwar aus folgendem Grund, weil sie hat einen bestimmten Ruf. Die Leute kennen sie als diese eine Frau, über die man nicht redet. Okay, sie ist eine Frau der Nacht, okay, für die Samariter. Auf der anderen Seite, für die Juden ist sie eine Samariterin, das heißt, sie gehört nicht zu unserem Volk, das bedeutet, okay, hey, sie wird nicht wirklich als Mensch toleriert, sie wird sogar ignoriert. So, das heißt, sie hat ganz viele Gründe dafür, in der Mittagssonne zu gehen, damit sie sich nicht den Blicken der Leute um sich herum hingeben muss. So, auf jeden Fall, sie ist auf dem Weg und sie trifft dort auf einmal diesen perfekten, diesen außergewöhnlichen Fremden, Jesus. Und Jesus, es ist nicht nur so, dass er am Brunnen sitzen bleibt, das Unvorstellbare passiert. Und zwar, Jesus fängt an, mit ihr zu reden und Jesus bittet sie um Wasser. So, und genau hier wollen wir in diese Geschichte hineinspringen, okay? Deshalb, lass uns miteinander in diese Diskussion, die sie miteinander haben, reinspringen. Johannes 4, ab Vers 19. Und zwar, da steht Folgendes geschrieben. Erstaunt sagt die Frau, ich sehe, Herr, du bist ein Prophet. Ganz kurz Pause hier, warum sie das sagt, das ist aus folgendem Grund. Und zwar, Jesus hat ihr gesagt, hör zu, du hast 5 Männer gehabt, mit denen du verheiratet gewesen bist. Und der Mann, mit dem du jetzt gerade zusammen bist, das ist nicht dein Mann, mit dem bist du nicht verheiratet. Daraufhin sagt sie, oh, du musst ein Prophet sein. Jesus sagt, mehr als das. Aber dann geht's weiter. Und zwar, diese Frau, sie lenkt die Konversation in ein zutiefst theologisches Thema. Ein Thema, was ihr auf dem Herzen liegt. Okay, lass uns weitergehen. Kannst du mir dann eine Frage beantworten? Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg dort angebetet. Warum also behauptet ihr Juden, man könne Gott nur in Jerusalem anbeten?
Und Jesus erwiderte, glaube mir, es kommt die Zeit, in der es keine Rolle mehr spielt, ob ihr den Vater hier oder in Jerusalem anbetet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. So ganz kurz auch hier Pause. Das heißt, ihre Frage geht in die Richtung. Und zwar, hey, wer hat Recht? Wer hat Recht? Okay, zu wem gehörst du? Es ist eine zutiefst politische Frage, die sie hier stellt. Und Jesus ist nicht unfreundlich zu ihr. Jesus gibt dem kulturellen Kontext, in dem sie sich befindet, einfach nur Raum. Okay, er stimmt eigentlich nicht, er macht nichts anderes als, er stimmt den kontextuellen Gegebenheiten, in dem diese Frau steht, er stimmt dem einfach nur zu. Okay, dann gehen wir weiter. Doch es kommt die Zeit, ja, sie ist schon da. Also das bedeutet, eine neue Ära entsteht, okay. Wir befinden uns in einer völlig neuen Welt, okay. Jesus bereitet eine neue Normalität vor, okay. Doch es kommt die Zeit, ja, sie ist schon da, in der die Menschen den Vater überall anbeten werden, weil sie von seinem Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Weiter. Gottes Geist und die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Okay. Wir befinden uns in diesem Szenario und es ist so, dass diese Frau, die schon 5-mal verheiratet gewesen ist und sich scheiden lassen hat oder was auch immer passiert ist, so sie tritt dort auf, oder? Und für die Samariter ist sie eine Desperate Housewife, für die Juden ist es so, dass die Juden sie nicht wirklich annehmen als Mensch, sie entwerten sie sogar als Mensch. So, und auf einmal, inmitten dieses sozialen Clashes, taucht Jesus auf. Und Jesus begegnet ihr so ganz anders, als sie es erwartet hat. Er baut sie auf, oder? Er gibt ihr Wert und er gibt ihr Würde. So, und daraufhin passiert Folgendes, und zwar, sie shiftet die Konversation interessanterweise auf das Thema Anbetung. So, und wir haben in der letzten Zeit, gerade hier bei uns auch in der Church, wir haben so viel darüber geredet, warum Anbetung so essentiell ist und so existenziell ist, oder? Weil wahre Anbetung ist immer runterzubrechen auf wahres Vertrauen. Wahre Anbetung ist immer runterzubrechen auf wahres Vertrauen. Das heißt, für uns, wir beten Gott nicht an, weil es das Leben immer wieder gut mit uns meint und unsere Umstände es immer wieder gut mit uns meint, sondern wir beten Gott an, weil wir wissen und in der Tiefe unseres Herzens davon überzeugt sind, dass Gott es immer gut mit uns meint, oder? Oder? Und ich sage dir eine Sache, dieser Satz hat selten so viel Sinn ergeben wie jetzt gerade. In einer Zeit, in der wir uns befinden, hey, wo wir emotional herausgefordert sind. In einer Zeit der Spaltung der Gesellschaft, oder? Aufgrund von politischen Fragen, aufgrund von moralischen Fragen, oder? Dann die Spaltung aufgrund von deiner Nationalität. Ich meine, dann die ganzen Herausforderungen, die wir haben in unserem eigenen Leben, oder? Und darüber hinaus, dann Menschen verlieren ihre Lieben und sie wissen nicht ganz warum, weil da etwas Undefinierbares auf diesem Planeten gerade passiert, oder? Und dann darüber hinaus, hey, die ganzen Ehen, die vielleicht zerbrechen. Ich weiß nicht, ob du dir Statistiken anschaust, aber es ist wirklich interessant zu sehen, dass während dieser Pandemie die Scheidungsrate 5-fach höher ist als davor. Ich meine, es ist eine zutiefst herausfordernde Zeit. Und unabhängig davon gibt es genug Menschen, die sagen, unabhängig von dieser Pandemie, okay, hey, wenn Gott so gut ist, warum lässt er das alles zu? Ich meine, Naturkatastrophen, Geburtsfehler, Krebs, Folter, Völkermord. Und es kann gut möglich sein, dass du jetzt gerade hier zuschaust, es kann gut möglich sein, dass du jetzt hier gerade sitzt und sagst, weißt du was, Antonio, ich habe exakt die gleichen Fragen. Weißt du was, Antonio, ich habe exakt mit den gleichen Zweifeln jetzt gerade zu kämpfen. Und das macht dich nicht zu einem schlechteren Menschen und auch nicht zu einem schlechteren Christen. Du bist einfach nur ehrlich. Weil es ist gerade herausfordernd. Aber in diesem ganzen Komplex von all dem, was jetzt gerade passiert, halten wir uns dennoch vor Augen, dass unser Glaube, Das Vertrauen, was ich in Gott setzen möchte, jetzt gerade in einer Zeit wie dieser, bis in seine absolute Fülle, bis ins Maximum hinein trainiert wird. Wir werden genau dann trainiert, wenn es herausfordernd ist, oder? Ja. Wir werden genau in der Zeit trainiert, wenn es herausfordernd ist, oder? Ich meine, seien wir ehrlich, dass die Allianz Gebetswoche endet mit dem Thema Anbetung in einer Zeit, wo du in der Kirche nicht singen darfst, es dir nicht gestattet ist, ist schon wirklich verrückt, oder? Wann war das zum letzten Mal in unserem Zeitkontingent oder in der Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden? Wann ist es zum letzten Mal passiert? Und ich erinnere mich irgendwie vor 500 Jahren oder sowas in der Zeit des Reformators von Huldrych Zwingli in der Schweiz, dass da irgendwie in so eine Richtung so etwas gegangen ist, aber dass du in der Kirche nicht singen darfst, das ist wirklich verrückt. Und dennoch halten wir dennoch an dieser Macht, an der Souveränität und an der Güte Gottes fest.
Andererseits kann es aber auch sein, und da sind wir ehrlich miteinander, kann es sein, dass du hier sitzt und aus der Herzenstiefe deines Seins zu Gott rufst und fragst, warum passiert das alles? Und ich sag dir ganz ehrlich, diese Zeit kann eine so gute Erinnerung für dich und für mich sein, dass du und ich nicht Gott sind. Dass du und ich nicht in Charge sind, oder? So, ich meine, es mag gut möglich sein, dass wenn du Gott wärst, wenn ich Gott wäre, dass wir wahrscheinlich anders handeln würden. Eventuell, who knows? Aber wir sind es nun mal nicht, oder? Er ist der Schöpfer und wir sind die Schöpfung, oder? Und es mag sein, dass wir Gottes Wege nicht verstehen. Es mag sein, dass wir Gottes Wege nicht verstehen. Und dennoch ist es umso mehr ein Beweis dafür, dass er Gott ist und ich es nicht bin. Das Einzige, was du und ich verstehen müssen, ist Folgendes. Dass wahre Anbetung völlig unabhängig von unseren Umständen passiert. Dass wahre Anbetung immer erst recht dann passiert, wenn wir Gottes Wege nicht verstehen und uns entscheiden in der Tiefe unseres Herzens, in der Tiefe unseres Seins, dass Jesus dennoch mein König ist. Oder? Ich treffe eine Entscheidung in mir, oder? Und sage, Gott, du bist dennoch mein Gott. Und ich erinnere mich in all dieser Zeit, dass die Antwort, die ich habe auf all das, was in dieser Zeit passiert, dass es nicht nur eine Antwort ist für mich, sondern auch für die Menschen um mich herum. Oder? Dass die Antworten, die wir als Christen geben, oder wo wir Gedanken haben und eine Haltung haben für eine bestimmte Situation, hey, das ist immer auch wichtig, nicht nur für uns, sondern auch für die Menschen um uns herum. Okay, wir befinden uns wieder bei dieser Konversation zwischen dieser Frau und Jesus. Und sie stellt diese Frage, oder? Über die schon Jahrzehnte im Vorfeld debattiert worden ist. Und die Frage, habe ich ja gerade gesagt, die sie eigentlich stellt, ist, hey, wer hat recht? Wer ist richtig? Zu welcher Partei gehörst du? Okay, ganz kurz. Jesus, wenn du ein Prophet bist, sag, wer hat recht? Zu wem vertraust du? Mit wem machst du dich eins? Gehörst du zu den Juden? Gehörst du zu den Samaritern? Und was ich interessant finde, ist, diese Frau stellt hier eine zutiefst politische Frage. Es geht um Macht, es geht um Positionierung und es geht um Zugehörigkeit. Okay, zu wem gehörst du? Und es ist so cool zu sehen, dass Jesus, er ignoriert ihre Frage nicht. Er antwortet ihr. Ganz kurz, hey, für uns, fürs Protokoll. Jesus antwortet auf die politischen Szenarien, die von Menschen gemacht worden sind. Es ist so. Aber er gibt dir nicht die Antwort, die sie erwartet. Er gibt uns nicht die Antwort, die wir erwarten. Er antwortet nicht darauf, wer recht hat, aber er gibt dir eine Antwort. Lass uns ganz kurz schauen, was für eine Antwort. Johannes 4 nochmal, Vers 21. Jesus erwiderte, glaube mir, es kommt die Zeit, in der es keine Rolle mehr spielt, ob ihr den Vater hier oder in Jerusalem anbetet. Dann Vers 23. Doch es kommt die Zeit, ja, sie ist schon da, in der die Menschen den Vater überall anbeten werden. Weil sie von seinem Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind, der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. So ganz kurz. Für die Samariter war es so, okay, hey. Der absolut heilige Ort, wo man anbeten soll, ist Samarien. Für die Juden war es immer kategorisch dort, wo der Tempel ist. Okay, und sie haben an der Stelle, sie sagen, wir haben immer recht. Okay, so und jetzt kommt Jesus und er desillusioniert sie mit seiner Antwort. Und ich weiß nicht, ob du das aus deinem Leben kennst. Weil seien wir ehrlich, wir stellen Gott die gleichen Fragen. Gott, wer hat recht? Wer hat recht? Auf welches Pferd soll ich setzen? Auf welches System soll ich setzen? Auf welche Partei soll ich setzen? Wer hat recht? Wer, pro Impfung oder gegen Impfung? Bei all dem, was auf diesem Planeten gerade passiert, wer hat recht? Schauen wir nach Amerika. Republikaner oder Demokraten? Wer hat recht? Ganz kurz, fair enough für die Frage, aber was ist mit der Antwort keiner? Weißt du warum? Weil wir Menschen sind und nicht perfekt sind. Weißt du, wer recht hat? Rate mal. Gott hat recht. Jesus hat recht, oder? Wenn jemand recht hat, dann er. Und das ist das, was Jesus versucht, uns hier klarzumachen. Ganz kurz, es geht nicht um Meinung, es geht nicht um Zugehörigkeit, es geht nicht um Ort. Es geht nicht um den richtigen Ort und es geht nicht um die richtige Zeit. Es geht um, pass gut auf, es geht um das richtige Herz. Es geht um den Fokus unseres Herzens. Das bedeutet Folgendes. Wenn wir alles runterbrechen, immer nur auf unsere Zeit und auf das Sichtbare und auf unsere Kämpfe, dann muss alles immer im Vertrauen münden. Es muss darin münden, dass ich Gott vertraue. Ganz kurz nochmal Johannes 4, ab Vers 23. Doch es kommt die Zeit, ja, sie ist schon da, in der die Menschen den Vater überall anbeten werden, weil sie von seinem Geist und seiner Wahrheit erfüllt sind. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Gottes Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und der Wahrheit anbeten. Hey, ganz kurz, eine Sache dazu. Wir sollten niemals unsere Logik und unsere Gedanken und unsere Vorstellungen aufwiegen mit denen von Gott. Weil sonst kommunizieren wir Gott eigentlich nichts anderes als, weißt du was, Gott, ich vertraue dir nicht, aber ich vertraue mir.
Okay, wenn es in unserer Gesellschaft so aussieht, in unserer Welt, in unserer Stadt und was alles um mich herum passiert, in meinen Kämpfen, in meinen Umständen, wenn es so aussieht und wenn ich jetzt auch noch in die Kirche komme und dort nicht singen kann, hey Gott, macht es überhaupt noch Sinn, dich anzubeten? Und das, was wir in diesem Moment tun, ist Folgendes, und zwar wir shiften den Fokus von Worship weg von Gott hin zu uns. Wir shiften den Fokus von Anbetung weg von Gott hin zu uns. Und wir knüpfen es auf einmal an Bedingungen. Aber Jesus sagt ganz kurz, wenn wir anbeten, wahre Anbetung, ganz kurz, wahre Anbetung passiert völlig unabhängig von unseren Umständen. Und erst recht immer genau dann, wenn wir absolut gar nichts verstehen und uns in der Tiefe unseres Herzens dazu entscheiden, dass sich Gottes Güte, Gottes Liebe, Gottes Gnade, Gottes Annahme, seine Souveränität, sein Wunder, seine Heilung, seiner Macht dennoch vertraue, dennoch daran festhalte. Hey, weil wie gut ist es, dass wir absolut gar nichts verstehen müssen und dennoch Gott anbeten können? Oder Gott hat es so einfach für uns gemacht. Und ich sage dir eine Sache, auf diesem Planeten werden wir niemals alles verstehen. Und vor allem werden wir Gottes Wege nicht verstehen. So, ich meine, wenn wir in die Bibel hineinschauen, Daniel, oder? Hey, wie verwundert muss Daniel gewesen sein, als auf einmal sein eigenes Volk, das Volk Gottes, in die brutalen Hände von Babylon hineingefallen ist und sie versklavt worden sind. Ganz kurz, schau dir die Geschichte von Hiob an in der Bibel. Ganz kurz, ich meine, er muss bis ans Limit herausgefordert gewesen sein, zu erleben, dass er seine Familie verliert, dass er seine Lieben, sein Hab und sein Gut verliert. Aber weißt du, was es mir zeigt? Es zeigt mir eigentlich nichts anderes als Folgendes. Und zwar, dass auch wenn ich Gott vertraue, ich dennoch Schmerz erleben werde, Verlust erleben werde, Herausforderungen erleben werde, Zweifel erleben werde. Aber inmitten dieser Dinge treffe ich eine Entscheidung. Und zwar, dass ich meine Hoffnung eher auf einen unbegrenzten Gott setze, anstatt auf meine begrenzten Möglichkeiten. Oder? Ich setze meine Hoffnung eher auf den, der mich designt hat und der mich erschaffen hat. Anstatt auf all das, was ich tun kann, oder? Weil ich sage ganz ehrlich, so eine Anbetung, wir sind Anbeter. Anbetung kann nicht limitiert werden auf unsere Umstände. Und das ist das, was Jesus sagt. Hey, es geht nicht um einen bestimmten Ort. Es geht nicht um die Songs, die wir singen. Es geht nicht um die Lyrics, die wir singen. Nein, es geht auch nicht um die Musik. Ganz kurz, du und ich, wir wurden erschaffen, wir sind Anbeter. Ob du es möchtest oder nicht. Wir wurden dazu erschaffen, anzubeten. Das heißt, es ist völlig unabhängig von einem Gebäude und völlig unabhängig von Raum und Zeit. Es kann sonntags passieren, morgens in der Church, aber es kann auch unabhängig davon am Montag morgen passieren. Oder am Donnerstag Nachmittag, oder? Egal wann, wir sind dazu erschaffen. Das ist die Art und Weise unseres Lebens. So, das Problem bei der ganzen Sache ist das Folgendes, und zwar, wenn wir an Anbetung denken, in unserem Kontext, wenn wir an Anbetung denken, wenn wir an Worship denken, dann betrifft das auch immer Musik bei uns, oder? So, und du denkst vielleicht an deinen Lieblingsinterpreten und du denkst vielleicht an deine Lieblings-Worship-Band oder whatever, okay? Aber ich sag dir eine Sache, so eine Worship und Anbetung ist nicht automatisch Anbetung. Völlig unabhängig von unserem Raum hier und von unserem Gebäude hier, kann Anbetung passieren, oder? Wir machen es nicht abhängig von Raum und Zeit, sondern wir machen es abhängig von ihm. Ich meine, hey, in erster Linie ist Musik nicht direkt Anbetung. Musik ist einfach nur Melodie und Beats, oder? Und vielleicht noch ein Text, oder? Aber es ist nicht direkt Anbetung. Es kann ein guter Träger sein, es kann ein Übermittler sein, es kann ein Vehikel sein, oder? Für Anbetung. Aber es ist nicht automatisch Anbetung. Warum nicht? Weil jetzt kommt, hey, weil die Haltung unseres Herzens mit involviert sein muss. Der Fokus unseres Herzens muss immer mit involviert sein. Das bedeutet, wenn wir über Worship-Songs reden und über Anbetungssongs, hey, dann, ich meine, es hat immer was mit Musik zu tun und sowas, aber Musik ist nicht automatisch Anbetung. Okay, ganz kurz, wenn du Gänsehaut bekommst während eines Worship-Songs, heißt es nicht, dass du gerade angebetet hast. Vielleicht hast du nur Gänsehaut bekommen aufgrund des Liedes, aufgrund der Melodie und aufgrund des Textes, oder? Anbetung existiert nicht wegen Anbetung. Anbetung existiert, weil es einen Fokus hat auf den, der uns erschaffen hat, auf Gott, auf Jesus. Und das ist das, was Jesus hier versucht klarzumachen. Und zwar Jesus sagt, hey, Gott ist Geist. Und Anbetung passiert in Wahrheit, das heißt, ich setze meinen Fokus richtig, und in Geist. Völlig unabhängig von Raum und Zeit. Das heißt, nur weil ich singe, if you want my heart, I won't second guess. Ich liebe diesen Song.
von einer kleinen Church namens Hillsong. Ich liebe diesen Song. Aber nur weil ich es gerade gesungen habe, im Church-Kontext, in einer Kirche, an einem Sonntag, ist es nicht Anbetung. Wann ist es Anbetung? Wenn die Haltung meines Herzens mit involviert wurde. Und ich den Fokus meines Herzens auf den setze, der mich erschaffen hat und mich designt hat. Lass mich festmachen, was ich meine mit Geist. Ich meine, das ist eine zutiefst spirituelle Sache, wenn wir anbeten. Und ich sage dir, warum. Als Gott den Menschen erschaffen hat, Adam und Eva erschaffen hat, ab welchem Punkt wurden sie lebendig? Ab dem Punkt, als Gott ihnen seinen Atem gab, oder? Seinen Geist gab, oder? Und auf einmal wurden sie lebendig. Manche Leute bezeichnen das als Seele. Ich sag dir, was passiert, hey. Wenn du und ich unseren Atem nutzen, den wir von Gott bekommen haben, um Statements zu setzen, um Sätze zu reden, über ihn, um über ihn zu sprechen, das ist Anbetung. Völlig unabhängig davon, ob Musik involviert ist oder nicht. Wir sprechen über ihn. Warum? Weil wir Anbeter sind. Du und ich, wir wurden dazu erschaffen, anzubeten. Die Frage ist, was beten wir an? Weil du kannst dich selber anbeten, wir können Menschen anbeten, oder? Wir können bestimmte Bands, whatever, wir können alles anbeten, wir können bestimmte Dinge anbeten. Deshalb, hey, ganz kurz, eine Sache, die wir verstehen müssen. Und zwar, der Feind, er wird nicht vor dir auftauchen, gekleidet mit roter Strumpfhose und so einer Pieksgabel und zwei Hörnern. Nein, der Feind taucht vor dir auf, gekleidet in all dem, was du anbetest. In all dem, wo wir bereit sind, diese Dinge anzubeten. Warum? Weil du und ich, hey, wir sind dazu erschaffen, anzubeten und der Feind, der will den Fokus unseres Herzens haben. Du und ich, wir werden zu dem, was wir anbeten. Schon mal jemand darüber nachgedacht? Wenn ich mich entscheide, Gott anzubeten, dann spreche ich über ihn und ich setze den Fokus auf ihn. Und auf einmal verändert sich meine Perspektive, auf einmal verändert sich mein Denken, auf einmal verändert sich mein Reden, auf einmal verändert sich mein Handeln, auf einmal verändert sich mein Leben, der Gang meines Lebens, oder? Ich setze ein Statement über ihn, der mich erschaffen hat und mich designt hat und ich werde zu einem Nachfolger. Das heißt, was bedeutet das? Was tun du und ich? Wir tun Folgendes, und zwar, bevor ich Gott um egal was in meinem Leben bitte, will ich ihm für absolut alles in meinem Leben danken. Ich fange an, den Fokus erstmal auf ihn zu setzen. Beim Vater unser, oder? Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Ich setze den Fokus auf ihn, oder? Ich bete das Vater unser nicht, weil es Liturgie ist oder Tradition oder sonst was. Ey. Ganz kurz, weil ich kann das Vater unser auch einfach runterbeten und mein Fokus, der Fokus meines Herzens ist ganz woanders. Nein, wenn ich das Vater unser bete, wenn ich es ausspreche und wenn ich es kommuniziere, dann will ich meinen Fokus auf ihn setzen, auf ihn, der mich erschaffen hat, oder? Deshalb muss die Haltung unseres Herzens mit involviert sein. Okay, was hat das Ganze jetzt mit dir vielleicht zu tun? Du sitzt hier und sagst, okay, Antonio, was hat das mit mir zu tun? Ich habe am Anfang diese Frage gestellt. Ich habe gesagt, hey, was ist, wenn die Normalität, die du und ich uns für unser Leben wieder zurückwünschen, was ist, wenn das nicht die Normalität ist, die Jesus für uns vorbereitet hat? Weil wenn wir uns die Samariterin anschauen, seien wir ehrlich, ihre Normalität lag da drin, dass sie abgelehnt worden ist, oder? Und Normalität in unserem Leben kann daraus geboren werden, was wir alles erfahren haben, was für Erfahrungen wir gemacht haben. Sei es Erfahrungen in deiner Kindheit, Erfahrungen an deinem Job, in deiner Schule, Erfahrungen mit einer bestimmten Volksgruppe, oder? Ich habe diese Erfahrung gemacht mit dieser Volksgruppe, ich habe diese Erfahrung gemacht mit Religion, ich habe diese Erfahrung gemacht mit Gott. Okay, Gott ist nur etwas für Leute, die ihr Leben auf die Reihe bekommen. Und es mag sein, dass du jetzt hier sitzt und dass du genau die gleichen Gedanken hast und sagst, okay, Mann, ich weiß nicht ganz. So ganz kurz, ich glaube Folgendes, und zwar, dass Jesus der Samariterin am Jakobsbrunnen begegnet ist, hat eine Bedeutung, eine offensichtliche Bedeutung, die wir so oft überlesen, die wir so oft nicht sehen. Weil ganz kurz, Jakob hat diesen Brunnen gebaut, oder? Hunderte vor Jahren im Vorfeld hat er diesen Brunnen gebaut. Und wenn du dir die Geschichte von Jakob anschaust, dann siehst du seine Geschichte, sie ist so voller Ablehnung. Er war bekannt als Dieb, als Blender und sein Name, Jakob, bedeutet Betrüger. Überleg mal, dass du die ganze Zeit nur bei deinen Fehlern genannt wirst. Überleg mal, du hast keinen richtigen Namen, sondern du wirst die ganze Zeit nur bei deinen Schwächen und bei deinen Unzulänglichkeiten genannt, die keiner kennen soll. Das war seine Identität, oder? Das heißt, Jakob, er hat vor hunderten von Jahren im Vorfeld zu dieser Geschichte hat er diesen Brunnen gebaut. Und er hat ihn Gott geweiht. Er hat ihn für seine Söhne gebaut und er hat diesen Ort Gott geweiht, nachdem er mit einem Engel gekämpft hat, nachdem er einen neuen Namen bekommen hat und nachdem er sich mit seinem Bruder versöhnt hat. Wir wollen ganz kurz reinspringen in Genesis 33. Und zwar, da steht geschrieben, und Gott errichtete dort ein Altar und nannte ihn El, das bedeutet Gott, ist der Gott Israels.
Und als ich das gelesen habe, war ich so, okay, hey, das ist ein gutes Statement, oder? Gott ist der Gott Israels. Hat jetzt nicht in erster Linie was mit mir zu tun, aber ist ein gutes Statement, Gott ist der Gott Israels. Aber in diesem Satz ist eine so tiefe Botschaft, ey, die wir manchmal augenscheinlich nicht sehen. Wir lesen einfach drüber. Weil dieser Satz, der hat so viel mehr mit der Samariterin und mit Jakob und mit dir und mir zu tun, als wir es manchmal erkennen wollen. Ey. Folgendes ist nämlich passiert. Im unmittelbaren Kontext, in Kapitel 32, Genesis 32, kämpft Jakob mit diesem Engel. Und dieser Engel sagt irgendwann mal zu Jakob, hör zu, du sollst von nun an nicht mehr Jakob heißen, sondern von nun an sollst du Israel heißen, oder? Folgendes ist nämlich der Fall. Und zwar, als Jakob das gesagt hat, Gott ist der Gott Israels, hat er zum allerersten Mal in der Menschheitsgeschichte seinen eigenen Namen benutzt. Als er dieses Statement gesetzt hat, ging es nicht um irgendeinen Ort. Es ging um ihn. Er sagte eigentlich nichts anderes, Gott ist der Gott Israels, als Gott ist mein Gott. Und Folgendes kommuniziert er in diesem Moment. Zu der Samariterin, zu sich selber, zu dir und zu mir. Weißt du was? Gott war schon mit mir, als ich alleine war. Gott war mit mir, als ich versagt habe, da hat er mich gesucht und hat er mich erwählt. Als ich vor ihm weggerannt bin, ist er mir hinterhergelaufen. Er hat mich nicht geächtet, zurückgelassen, sondern er hat mich erneuert und mir einen völlig neuen Namen gegeben, und zwar den Namen Israel. Folgendes ist der Fall, hey, dass Jesus dieser Frau am Jakobsbrunnen begegnet, hat eine Bedeutung für diese Samariterin. Er ist nämlich dabei, ihre Normalität zu verändern, deine und meine Normalität zu verändern. Er beantwortet alle ihre Fragen durch den Ort, an dem sie sich treffen. Wo sie sagt, wer hat recht, wer liegt richtig, hey? Wie sieht es aus mit meiner Vergangenheit, wie sieht es aus mit Vorurteilen, mit Rassismus. Gott, wer hat recht in all dem, was hier auf diesem Planeten passiert. Trotz meiner Vergangenheit, trotz meiner Probleme, trotz meiner Kämpfe, trotz meiner Herausforderungen. Eigentlich kommuniziert Jesus hier nichts anderes als, hör zu, Gott ist dein Gott. Gott ist der Gott Israels, Gott ist der Gott von all denen, die es nicht hinbekommen. Egal, unabhängig davon, wie deine Vergangenheit aussah, Gott ist dein Gott. Gott ist dein Gott in deinen Höhepunkten und genauso auch in deinen Niederlagen. Gott ist dein Gott, wenn du völlig hoffnungslos bist. Gott ist dein Gott, auch wenn du Hoffnung hast. Gott ist dein Gott, wenn du aus der Tiefste deiner Seele ihm zusingen kannst. Aber genauso ist Gott dein Gott, wenn du ihm den letzten Atemzug gibst. Gott ist dein Gott, wenn du in Jerusalem bist. Aber genauso ist Gott auch Gott für dich in deinem Leben, wenn du am anderen Ende der Welt bist. Gott ist dein Gott, wenn du in der Church sitzt und zusingst, aber genauso ist Gott dein Gott, wenn du zu Hause sitzt und Gott seinen Atem letztendlich zurückgibst, weil das Anbetung ist. Das ist Anbetung. Gott, ich entscheide mich dazu, dir deinen Atem zurückzugeben. Gott ist dein Gott, egal wo du herkommst. Das heißt, ich erkenne in diesem Moment, okay, Gott ist mein Gott. Gott ist mein Gott, egal was um mich herum passiert ist. Egal wie es um mich herum aussieht. Gott, du bist mein Gott. Und es geht so wenig darum, um all das Schlechte in mir. Es geht so viel mehr um all das Gute in dir. Es geht nicht um Ort und Zeit. Es geht um das richtige Herz. Und ich minimiere den Fokus auf mich und maximiere den Fokus auf dich, der mich erschaffen hat und designt hat. Okay, warum heißt dieser Brunnen dann immer noch Jakobsbrunnen? Weißt du warum? Hey, weil wir Menschen so gut darin sind, uns an alle unsere Fehler zu erinnern. Und auch andere Menschen an alle ihre Fehler zu erinnern. Aber Gott ist zu gut, als dass er uns dort lässt, wo er uns gefunden hat. Ich habe Gott so viele Gründe dafür gegeben, mich aufzugeben. Und er hat es nicht getan. Und er liebt mich dennoch. Und genauso tut er es auch mit dir und mit mir. Ein paar Jahrhunderte später, nach dieser Geschichte mit Jakob, taucht Moses auf und Moses fragt Gott, okay, wenn ich jetzt nach Ägypten gehe und wenn ich Israel befreien soll und alles, hey, was soll ich den Leuten sagen, wer mich geschickt hat? Und Gott stellt sich vor, wie stellt er sich vor? Er sagt, sag ihnen, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und man kann sich zu Recht fragen, warum sagt er der Gott Jakobs? Er ist doch der Gott Israels, oder? Würdest du, wenn du Gott wärst, würdest du dich nicht vorstellen mit all den guten Seiten von irgendjemandem? Warum stellst du dich vor mit all den schlechten Seiten von irgendjemandem, oder? Und dennoch tut Gott es genau so. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich sag dir warum. Weil Gott auch der Gott in deinem Leben ist, wenn alles um uns herum zusammenbricht und wenn alles um uns herum nicht perfekt aussieht und wenn unsere Performance und unsere Skills nicht ausreichen, wenn wir zu Hause sitzen und weinen und sagen, Gott, ich krieg mein Leben nicht auf die Reihe. Auch dann ist Gott immer noch unser Gott. Und ich sag dir noch eine Sache.
Es geht nicht so sehr um deinen und meinen Namen, es geht so viel mehr um seinen Namen, um den Namen Jesus Christus, der, der uns gerettet hat und der, der anbetungswürdig ist. Und deshalb kommen wir zusammen, egal wie es um uns herum aussieht, und wir sagen, Gott, ich gebe dir deinen Atem zurück. Ich bete dich an mit meinen Worten, mit dem, was du in mich hineingelegt hast und setze Statements darüber, wer du bist. Das ist Anbetung. Das ist Anbetung. Hey, lass uns ganz kurz da, wo du sitzt, einfach als Punkt der Konzentration der Privatsphäre, ganz kurz mal unsere Augen schließen. Einfach als Punkt der Konzentration der Privatsphäre. Hey, vielleicht bist du heute hier und du hörst zum allerersten Mal von diesem Gott der zweiten Chance, von diesem Gott der Liebe, von diesem Gott der Annahme. Oder vielleicht hattest du schon irgendwann mal irgendwas mit diesem Gott zu tun, aber bist vor ihm weggerannt. Ob du hier im Raum bist oder ob du zu Hause sitzt. So, ich will dir gleich eine Möglichkeit geben, dein Leben wieder mit diesem Gott der zweiten Chance zu verbinden, der dir schon dein ganzes Leben lang hinterher rennt und der dein Gott sein möchte. Er hat sich schon längst für dich entschieden. Während all die Augen geschlossen halten, hier im Raum, hey, keiner links und rechts schaut. Ich werde gleich von 3 auf 1 runterziehen. Wenn ich bei 1 bin und du sagst, ich möchte mein Leben mit diesem Gott verbinden, dann bitte ich dich darum, dass wenn ich bei 1 bin, dass du ganz kurz deine Hand hebst, damit ich weiß, für wen ich beten kann. Und genauso kannst du es auch zu Hause machen, als Zeichen für den, der dich erschaffen hat und designt hat, okay? Während all die Augen geschlossen halten, keiner links und rechts schaut. 3, Jesus liebt dich so sehr, hey. 2, er ist dir näher, als du denkst. 1, er will dein Gott sein. Heb ganz kurz deine Hand da, wo du sitzt. Dankeschön, danke, dankeschön. Danke. Okay, könnt ihr eine wieder runternehmen? Hey, auch zu Hause. Und wir machen es so, ich will von dir vorne ein Gebet beten und wir beten es als Statement von dem, was gerade in unserem Herzen passiert ist. Und wir beten es alle als Church auch. Und ich will dich einladen von zu Hause aus, dass du sagst, hey, ich bete dieses Gebet mit. Als Statement für den, der uns erschaffen hat, okay? Wir verbinden unser Leben mit dem, der uns erschaffen hat, okay? Amen, Church. Amen. Okay, komm mal, bete mir nach. Hey. Jesus, loud and proud, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir mein Herz. Und alles, was ich bin. Bitte verzeih mir, wo ich vor dir weggerannt bin. Bitte verzeih mir, wo ich Schuld auf mein Leben geladen habe. Heute komme ich zurück zu dir. Und ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Dass du am 3. Tag von den Toten auferstanden bist. Und dass du jetzt zur Rechten des Vaters sitzt. Sei du von nun an mein Gott, mein König und meine Nummer 1. Und die ganze Church sagt Amen. Amen. Komm mal, lass uns Gott mal einen richtig großen Applaus geben. Hey, come on.